Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 17. Weltenbau. Hallihallo und willkommen zu Neulich in Aventurien. Wir sind wieder für euch da mit einer weiteren Folge und haben heute zwei weitere Gäste. Mit dabei sind heute zwei weitere Spieler von Die Hörspieler und der Quali. Und dabei haben wir den Hendrik von Die Hörspieler. Hi, ich bin Hendrik von Die Hörspieler. Bing. Und Jascha. Hi, ich bin Jascha von Die Hörspieler. Bling. Und natürlich ist auch der Quali dabei. Ja. In unserer letzten Folge, wenn ihr sie gehört habt, wenn nicht, kurz Pause machen, nachholen, dann könnt ihr hier weiterhören, ging es um Schauspiel und Rollenspiel. Heute wollen wir über das Thema reden, über was reden wir eigentlich? Über Geschichten schreiben, über Rollenspiele, Abenteuer selbst gestalten in Aventurien in DSA. Und dazu haben wir just die zwei Profis von Die Hörspieler dafür hier. Ihr könnt ja vielleicht euch selber mal kurz vorstellen, was ihr so treibt oder macht. Ja, ich bin, wie gesagt, Hendrik. Und wer schon einmal unseren Hörspiel-Podcast Die Hörspieler zu finden auf Spotify und überall sonst gehört hat, der kennt meine Stimme, denn ich meistere da. Also im Prinzip ganz klassisch, wie jeder Spielleiter in jeder Rollenspielgruppe auch. Ich denke mir die Abenteuer aus, ich führe durch und mache den ganzen Mumpitz, der da halt zugehört. Und ich bin Jascha und wer schon mal unseren Podcast Hörspiel, die Hörspieler gehört hat, der kennt meine Stimme eventuell auch als den Hagen in der ersten Staffel oder Kolkja von Dotzen, einer der beiden ProtagonistInnen aus der zweiten Staffel und auch bald zu hören in der dritten Staffel, irgendwann später, bald dieses Jahr vielleicht, hoffentlich. Eventuell. Bald. Und wer das auch schon mal gehört hat und ein bisschen auf die Hintergrundmusik geachtet hat, das bin alles ich, der da am Klavier oder an der Gitarre sitzt und das einspielt. Ja, sehr cool. Übrigens alle Links zu den Hörspielern. Ich habe ja gestern gemerkt, dann darf das irgendwie nicht zu die Links zu die Hörspieler. Also wichtig. Ja, habe ich gestern gelernt. Weil gestern war die Aufnahme für die letzte Folge. Die packe ich euch natürlich alle unten in die Beschreibung rein. Also wenn ihr da irgendwie faul seid und ihr wollt das nicht selber in Google eingeben, dann klickt da auf die Links einfach drauf. Und an der Stelle mache ich mal ein bisschen Werbung für die Hörspieler. Wer sie noch nicht kennt, hört den Podcast zu Ende und geht dann direkt auf die Hörspieler, holt Staffel 1, Staffel 2 und das Musikalbum von Kolkja von Dotzen nach. Kann ich echt nur empfehlen. Und höchstwahrscheinlich ist, wenn ihr das jetzt hier hören könnt, auch Staffel 3 schon erschienen. Also, sei mal nicht zu voreilig. Das wurde uns gestern versprochen. Ah gut, die dritte Staffel ist verflucht. Ja, wir werden schauen, wann sich was tut. Aber sie ist, so viel kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr das hört, auf jeden Fall schon sie ist fertig aufgenommen. Abgedreht sagt man nicht, ne? Abgesprochen. Sie ist abgesprochen. Und ja, ich sitze gerade an der Musik und Dominik sitzt gerade an den Geräuschen und ja, wir gehen von September aus, entweder Anfang oder Ende September. Bald. Sagen wir bald. Wenn ihr die Folge hier hört, sind wir gerade wahrscheinlich im Oktober, von daher. Gut zu wissen. Ihr hört es schon, wir haben hier auf jeden Fall zwei sehr, sehr kreative Köpfe sitzen, nämlich zum einen den Meister, der wahrscheinlich auch viel an der Story mit erfindet und schreibt in Aventurien, und zum anderen den Musikverantwortlichen. Also auf jeden Fall viel, viel Kreativität dabei. Da habe ich gleich auch die erste Frage. Woher nehmt ihr Inspiration für die Abenteuer in Aventurien? Also eure erste und zweite Staffel sind ja komplett selbst geschrieben und erfunden. Dritte nehme ich mal wahrscheinlich auch an. Ja. Und privat spielt ihr da auch eher selbst erfundene Geschichten oder eben welche, die ja DSA 5 veröffentlicht werden von Ulysses oder?
Also, um einmal privat vorwegzunehmen, dieselbe Konstellation, wie wir dieses Hörspiel machen. Wir spielen auch privat eine Runde und da spielen wir die sieben Gezeichneten, das große Mammutprojekt, das irgendwie sich auch hinzieht. Wir sind gerade am Anfang des zweiten Sammelbands in einem Abenteuer, dessen Namen ich besser nicht sage, weil der Kerl neben mir sonst gespoilert wird. Ah. Aber auch da sind es regelmäßig selbst ausgedachte Abenteuer. Ich mag das einfach sehr gerne, mir Abenteuer auszudenken. Und deswegen fahren wir da einen recht 50-50-Mix von Kampagnenabenteuern und zwischendrin irgendwie Filler. Irgendwer will was machen und dann passiert da halt ein Abenteuer drumherum. Ja, also wenn wir privat spielen, das ist eine wunderschöne Mischung eigentlich, weil immer ein geschriebenes Abenteuer passiert und dann zwischendurch gibt es immer so kleine Spin-offs quasi, wo wir uns auch mal aufteilen und so jeder seine eigene Sache erlebt und da ist halt bei uns super viel Character-Building halt mit drin, dass wir uns da wirklich draufstürzen und da wirklich unsere Rollen richtig ausspielen. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die die meisten Spielgruppen nicht machen. Wir spielen quasi jeden Tag. Also wenn ein Tag übersprungen wird, dann ist das etwas Besonderes. Dann ist es meistens so, ja, dann sind es 2 Wochen Reise, aber ansonsten ist es, wollt ihr heute Abend noch etwas machen, dann geht ihr schlafen. Ihr werdet morgen früh von den Vögeln geweckt und dann spielen die Kabalken auch das gottverdammte Frühstück aus. Das fühle ich sehr, das mache ich ähnlich, ja. Aber irgendwann wird es schwierig, sich Frühstückmenüs auszudenken. Sie wollen natürlich auch immer wissen, was sie zu essen kriegen und so viel kenne ich nicht. Weil dafür gibt es den Namensgenerator. Das ist wahr. Ja, und was die Inspiration angeht, Jascha, du meisterst ja auch, also für dich kann ich nicht sprechen. Ja, ab und an tue ich das. Aber bei mir ist es im Prinzip alles. Also das kann irgendwie die Fernsehserie sein, die ich gerade gucke. Haus des Geldes habe ich vor 4 Jahren geguckt und dann einfach... Es war im Prinzip eine Kopie und sie mussten wo einbrechen. Und es hat aber Spaß gemacht, weil es gibt so viel Krams da draußen, den man sich einfach so anschauen kann. Und dann arbeite ich mich von der Stimmung hoch und gucke, was dabei rumkommt. Wie geht's dir damit, Jascha? Ja, mir geht's da tatsächlich sehr ähnlich, beziehungsweise das kann ich auch direkt auf unseren Podcast eigentlich übertragen, weil da ist es ja auch oft einfach so, dass ein Raster genommen wird, dass eben eine bekannte Art, eine Geschichte zu erzählen ist, sei es irgendwie ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Konstellation aus Leuten, die jetzt zusammenarbeiten müssen und das eben auf die Schablone DSA draufzulegen und da einfach zu nehmen, was man kriegt und diese Sachen da mit zu besetzen und eine eigene Sache halt auf jeden Fall draus zu machen. Also es wenn man sofort weiß, wie die Geschichte enden wird, weil es irgendwie so ein bekanntes Muster ist, dann bringt das natürlich nichts. Man muss die eigenen Sachen damit reinbringen, aber so bestimmte Genres aufgreifen und auf Aventurien drauflegen, das hat sich ziemlich bewährt, auch wenn ich meistere und ich glaube auch beim Podcast, oder? Ja, also es gibt ja, ich würde einfach einmal die gewagte These in den Raum stellen, dass es keine neuen Geschichten gibt, sondern alles irgendwie schon mal irgendwie da war. Und es haben sich ja in jedem Genre irgendwie so Geschichtsarchetypen rauskristallisiert. Und da also fühle ich mich jetzt auch nicht drüber erhaben, einfach zu plündern, was es schon gab. Also ich denke auch, also von den Arten der Geschichten her gibt es bestimmt schon, ist schon alles irgendwie mal da gewesen. Aber das Spezielle ist ja immer das, was man als Würze ja immer dazu gibt und die Grundstruktur dann so abändert, dass es halt was Einmaliges wird. Ne? Und dann wieder doch was Neues. Ne? Also Haus des Geldes gibt es, aber Haus des Geldes in Aventurien von euch gibt es nur einmal. Ne? Ja. Ist auch was Neues wahrscheinlich. Ja, ich hätte aber auch direkt mal nachgefragt, ob Jascha, du als Spieler, merkst du das, was Plot vom Abenteuer ist und was selbstgeschriebener Plot ist? Wenn ich spiele, nein, absolut nicht. Also gerade jetzt in der zweiten Staffel, wo ich Kolkia gespielt habe, ich war einfach so, wie heißt das, präokkupiert, kann man das auf Deutsch sagen, mit dem, was alles gerade passiert, um mich herum passiert. Ich war so eingenommen davon, dass ich davon nichts gemerkt habe. Ich habe es wirklich für einfach Authentizität gehalten, was du da gemacht hast. während ich spiele, wirklich, bin ich einfach nur total in der Welt dann drin und da merke ich gar nichts.
Ja, das ist ein sehr schönes Kompliment, finde ich, für einen DSA-Meister, weil DSA ja immer so ein bisschen so den verruchten Ruf hat, viel Vorlesetexte zu haben und sehr viel irgendwie so aus dem Abenteuer so auf Schienen irgendwie lang zu führen, sodass das irgendwie ganz klar ist, dass das Abenteuertext ist und so. Ach, weißt du, wenn Hendrik erzählt, wo es jetzt als nächstes hingeht, von Hendrik würde ich mich in den Schlaf lesen lassen. Da also, schmilzt mein Herz, du alter Schlaf. Ja, ich weiß. Das heißt, du nimmst Hendrik, also wenn du jetzt ein Abenteuer vorbereitest oder schreibst oder erfindest, nimmst du gerne irgendwelche Ideen auf, die dir zugekommen sind und setzt die auf in Aventurien rein. Hast du auch dich von DSA-Büchern mal inspirieren lassen oder ist das dann nur der Nutzen, um die Inspiration von außen sozusagen in Aventurien umzusetzen? Also total. Ich habe sehr viel DSA-3-Regelwerk privat zu Hause. Das ist das, was Jan-Henrik mir in die Hand gedrückt hatte, als wir angefangen haben, DSA zu spielen. Und da habe ich mich sehr tief rein gefräst. Also viele von den Abenteuern kommen irgendwie, wenn ich irgendeine alte Regionalspielhilfe oder nochmal die Mysteria Arcana lese, denn die haben die wunderschöne Eigenschaft, dass teilweise super lange Prosatexte, die nicht so richtig was mit dem tatsächlichen Spiel zu tun haben, da drin sind, die aber eigentlich schon ein Abenteuer in sich darstellen. Da kann man dann Leute rausklauen, da kann man dann hier irgendwie das magische Artefakt rausklauen, dass er irgendwo in dem Tempel unter Schieß mich tot liegt. Und wenn der Rest der Spieler dann spielt, dann ist das ja ein Abenteuer. Also es braucht sehr wenig an Aufhänger aus so einem dieser wunderbaren Quellbücher, dass sich da zumindest so etwas Ähnliches wie etwas Spielbares bei ergibt. Ich spiele ja auch mal so ein bisschen vielleicht den Advocatus Diaboli heute. So. Bringe mal wieder so die Kritik an DSA ein bisschen hoch. Weil viele Leute behaupten, DSA, und du sagst ja gerade, du lässt dich schön inspirieren auch durch diese Prosatexte und durch die festgelegten Weltteile, wo du dann Dinge rausnimmst. Viele sagen ja, DSA und gerade Aventurien ist so festgezurrt und so detailliert beschrieben, da finde ich gar keinen Platz für meine eigene Geschichte. Also ich nehme jetzt raus, ich verstehe das so, dass du das schaffst, dass du deine eigene Geschichte erzählst. Und dass man das auch nicht merkt, dass das deine eigene Geschichte ist, weil sie so schön in deine Aventurien hereinpasst. Aber wie schaffst du das denn, dass du eigene Ideen in diese dann doch sehr detaillierte Welt hinein bewegst und das dann so passt? Also wir haben im Prinzip zumindest in unserer die Hörspieler-Konstellation zwei Situationen. Wenn wir privat spielen, haben wir das Glück, dass da wir die Borberat-Kampagne spielen, wir in der Zeit zurückliegen. Das heißt, die lebendige Geschichte ist vorbei. Es macht nichts, wenn ich zwei Dinge tausche, weil ich weiß, wie es weitergeht. Ich kann die Folgen davon absehen. Und der andere große Vorteil in der Konstellation ist, dass ich die Bücher kenne und der Rest nicht. Das heißt, wenn ich irgendetwas ändere, dann wissen sie nicht, ob es jetzt wirklich geändert war oder ob irgendein Buch genau das als Quellmaterial gibt. Beim Podcast ist es ein bisschen schwieriger, genau darauf zu achten, dass man keine gesetzte Satzung ignoriert. Wir tun es nicht so genau. Also das Idealbild der Umgebung, die Stimmung, die erzeugt werden soll, die ist mir persönlich wichtig. Also wenn wir Nostria anlegen im Podcast, dann ist wichtig, ist mir wichtig, dass die Nostria-Stimmung im Großen und Ganzen rumkommt und nicht, dass genau da die Kneipe ist, wo halt die Kneipe ist, schon seit 20 Jahren. Ich glaube, das wissen auch nicht so viele. Das heißt durchaus einfach künstlerische Freiheit in einer Region, wo man sagt, da lasse ich mich inspirieren. So ist die Stimmung, so ist der Teil von Aventurien überlegt gedacht. Aber man hat, sage ich mal, einen groben Rahmen, in dem man sich dann einfach frei bewegt und dann seiner Fantasie den freien Lauf lässt. Also wenn ich meistere, was ich jetzt bei die Hörspieler noch nicht gemacht habe, was ich auch wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht tun werde, aber wenn ich privat meistere, dann meistere ich meine Geschichte. Also das ist für mich wirklich der Konsens davon,
da spielen Leute und hören sich meine Geschichte hier an, die ich mir ausdenke, weil ich spiele grundsätzlich eigentlich keine vorhergeschriebenen. Ich denke mir mein eigenes Zeug aus. Und das ist für mich jetzt nicht der offizielle Aventurien-Kanon, so wie er halt ist, sondern meine Geschichte, die ich halt erzähle. Und das finde ich, da hat man dann quasi jede Freiheit. Man muss sich natürlich schon so ein bisschen an diese Grundstrukturen halten, weil sonst kannst du einfach ein neues Spiel erfinden. Aber sagen wir mal so, es gibt Zwischenräume, die man ausnutzen kann und sich da so ein bisschen die eigenen Fahrwege bauen kann. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass ihr euch klaut wie die Raben von allem möglichen Zeugs. Ja, das mache ich, glaube ich, keinerlei Scham für, muss ich ganz sagen. Das machen, glaube ich, alle Spielleiter irgendwie oder Spielleiterinnen. Ne? Was mich jetzt interessiert, weil ich bin, glaube ich, ein sehr spezieller Spielleiter, wie viel von euren Ideen und euren Plot, weil gerade du, Jascha, gerade auch sagtest, wenn ich meistere, dann erleben die Spieler meine Geschichte. Wie viel von dem Plot, den ihr euch dann da ausdenkt, bringt ihr zu Papier auch wirklich, sodass es irgendwie ein festgezurrtes Korsett ist? Wie viel von schreibt ihr quasi ein eigenes Abenteuer und wie viel Freiheit lasst ihr dem Ganzen? Also ich bin jemand, der irgendwie so eine Grundidee benutzt und dann die Spieler erstmal in das Setting reinschmeißt und dann erstmal schaut, was sie tun und in dieser Idee und gar nicht so viel festlegt, sondern sich die Welt quasi entwickeln lässt. Aber das mag ja nicht jeder so. Wie macht ihr das denn? Ich persönlich lebe mit der Devise, je mehr du es ausarbeitest, desto sperriger wird es im Nachhinein. Also viel Platz zum Improvisieren, viel einfach nichts festgezogen und einfach gucken, wo die Spieler und Spielerinnen hingehen und einfach, ja, go with the flow, sage ich mal. Also schön ein bisschen Platz zum Riffen muss irgendwie immer da sein. Und das haben wir auch, wenn ich das bisher nicht falsch verstanden habe, auch beim Podcast so. Ja, also der Podcast ist recht stark strukturiert, muss ich sagen. So ein Podcast-Abenteuer schreibt sich sehr anders als eins in privater Runde, ja. Weil das Podcast-Abenteuer hat immer Voraussetzungen. Es gibt in den meisten Folgen irgendetwas, was erwähnt werden soll, ein Konzept, das vorgestellt werden soll, irgendein Hinweis, den die kriegen. Und der muss halt kommen, egal was die machen. Wenn sie also nicht die Tür öffnen, in der die Truhe ist mit der Notiz, dann finden sie die Notiz auf dem Schreibtisch im Buch oder so. Aber was Privatabenteuer angeht, die meisten Abenteuer, die ich niederschreibe, sind 5 Stichworte auf einer leeren Seite. Und dann lasse ich diese 5 Stichworte 2 Wochen ruhen und habe mir irgendwie Figuren ausgedacht und der Rest ergibt sich dann irgendwie. Wobei ich aber auch einfach sagen muss, dass ich mit hervorragenden Spielern und Spielerinnen gesegnet bin, die einfach Krams nehmen und was draus machen. Und wenn ich zwischendrin Zeit brauche, um mir einen neuen Plotpunkt auszudenken, dann kann ich sagen, da kommt jemand und bringt euch ein Bier und die unterhalten sich erstmal eine Viertelstunde über die Qualität des Bieres oder was weiß ich. Wie offen seid ihr denn für Spieler-Empowerment, was Worldbuilding angeht, in eurer Geschichte? Also gibt ihr SpielerInnen auch Platz, mal vielleicht auch ein Setting für sich selbst zu beschreiben, wenn es gerade auch relevant ist? Wenig, um ehrlich zu sein. Also wir spielen eigentlich seit Anfang an nach dem Ding, ich beschreibe sogar die Kampfhandlung. Das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet, als ich mit denen angefangen habe zu spielen. Aber im Prinzip läuft es spieltechnisch ab, dass die Spieler und Spielerinnen immer ihre Intention nennen und ich beschreibe bis auf teilweise die kleinsten Details die konkreten Handlungen. Ja, ist aber auch nichts, wo wir lange drüber nachgedacht haben oder ein Gespräch brauchten, um daraus zu kommen. So haben wir es einfach schon immer gemacht. Das stimmt. Wir haben es einfach schon immer so auf die Art und Weise gemacht und es hat sich niemand beschwert. Das ist auch eine gute Sache, ne? Irgendwie, das muss gibt ja kein richtig und falsch, es gibt ja nur was sich harmonisch anfühlt und etwas, was sich nicht harmonisch anfühlt. Ne? Ja.
Aber bedeutet, was ich so daraus höre, dass auch in den Podcast-Abenteuern durchaus Spielraum für die Spieler ist. Das heißt, dass es nicht eine festgeschriebene Geschichte ist, die Schritt für Schritt, sage ich mal, sich durchzieht, sondern durchaus, ja, Sandbox-Elemente hat. Also sprich, kommt der Prophet nicht zum Berg, dann kommt halt der Berg zum Propheten. Ganz genau. So, umgekehrt. Ja, also das verstehst du ganz richtig tatsächlich. Also es gibt halt die gewissen Checkpoints, zu denen halt immer am Ende einer Folge gekommen werden muss, weil sonst gibt die Struktur des ganzen Storytellings, dass es eine kohärente Geschichte wird, die jetzt über 6 und dieses Mal sogar 7 Folgen funktioniert, dann irgendwie keinen Sinn mehr. Und deswegen muss dieser Checkpoint da sein. Aber klassisches Beispiel, erste Staffel, Folge 2 war das. Quenya muss zusammen mit meiner Rolle Hagen aus Andergast fliehen. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Warum, falls noch keiner gehört hat. Ne? Geht auf Spotify, hört es euch an. Hört es euch an. Und wie wir das machen, völlig egal. Und wir haben uns dann halt zusammengesetzt. Wir haben dann tatsächlich dann wirklich einmal auf Aufnahme Stopp gedrückt, haben uns zusammen rausgesetzt und gesagt, so, wir machen jetzt mal irgendwie so eine grobe Idee, haben dann uns dann wieder reingesetzt und gesagt, so, ich habe eine Idee, wie machen wir das so und wie setzen wir das um? Und das dann eben vor dem Laufenden, das haben wir extra noch nicht besprochen, dass das wirklich auch was Improvisiertes hat, wofür das alles ja auch, wofür das ja auch machen. Es soll ja was Echtes haben, es soll ja auch in dem Moment entstehen. Ein kleines Brainstorming vorher gemacht und dann gesagt, okay, so probieren wir es. Und an der Umsetzung dann haben wir es einfach drauf ankommen lassen. Und ja. Das heißt, es gibt so eine Art, also es gibt so ein Skript vorher, so was euch vorgibt, irgendwie in der heutigen Folge muss das passieren, das wissen die Spieler dann auch vorher, die SpielerInnen auch vorher. Das heißt, sie können auch von sich aus darauf hinarbeiten, dass das passiert. Oder Hauptcharaktere wissen das nicht. Es gibt so den ein oder anderen Nebencharakter, der weiß, in welche grobe Richtung es gehen soll. Der aber dann trotzdem keinen Lösungsweg auf die Hand kriegt, sondern du musst da jetzt halt mitspielen und selber rausfinden, wie ihr das Zeug löst. Aber ja, dass die SpielerInnen wissen, wo es darauf hinauslaufen soll. Also sie wissen jetzt nichts Konkretes, aber sie wissen, worauf es hinauslaufen soll, oder? Es ist jetzt eine sehr technische Erläuterung zu unserem Aufnahmeprozess. Wir haben im Prinzip alle Leute, die spielen, in zwei Kategorien aufgeteilt. Es gibt die Hauptcharaktere und es gibt die Nebencharaktere. Leute, die eigentlich ich spielen würde, aber die in diesem Fall andere Leute spielen. Die Hauptcharaktere, die spielen wie an einem ganz normalen Tisch. Die kommen dahin und wissen nicht, was passiert. Können dementsprechend auch handeln wie an einem ganz normalen Tisch. Können auch das Abenteuer sprengen, wenn sie lustig sind. Hoffentlich passiert es nicht allzu häufig. Ja. Die Nebencharaktere sind im Prinzip, wenn ich sage, Mensch, ich brauche die Frau des Bäckers, aber meine Frau des Bäckers Stimme ist wirklich nicht so überzeugend. Hanna, komm mal hierher, du machst die Frau des Bäckers, wir reden vorher eine halbe Stunde über die Frau des Bäckers, was weiß sie, was ist ihre Funktion in der Geschichte und ab da sage ich, mach was du willst, wir müssen nur da hinkommen. Es ist quasi einfach nur eine Nebenfigur mit der Stimme einer echten Person. Und die wissen natürlich, was gefordert wird, aber die Hauptfiguren, die tatsächlich spielen, die spielen. Mhm. Das ist für euch da draußen, wenn ihr Spiel leiten möchtet, natürlich auch ein sehr schöner Hinweis, auch wenn ihr keinen Podcast aufnehmt oder so. Aber ihr kreiert ja auf irgendwann wahrscheinlich auch alle NPCs. Und ich fand das einen sehr schönen Tipp, den man sich machen kann, wenn man NPCs erschafft, weil viele schreiben sich dann Werte auf oder sowas. Und du hast gerade gesagt, irgendwie, du redest mit der Person, die diesen Charakter verkörpert. Und dann geht ihr das kurz durch, so was will die Person und einfach, und das ist auch ein Prozess, den man für NPCs, die wichtig für die Geschichte sind, halt irgendwie für sich als Spielleiter generell auch mal durchlaufen sollte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Werte habe ich für die wenigsten meiner NPCs, außer halt, ich nehme an, dass die Spieler und Spielerinnen sie töten wollen, dann bereite ich Werte vor, weil, ne? Aber wichtig ist halt immer, was wollen die? Wie stehen die zu den anderen? Was wollen die? Und haben die irgendwelche charakterlichen Eigenheiten? Und wenn die drei Sachen stehen, dann ist im Prinzip, ergibt sich, was für Werte sie haben. Dann weiß man, dieser Zauberer hat wahrscheinlich eine hohe Klugheit, weil er berechnend ist. Und ich mir vorher herausgelegt habe, dass er berechnend ist und die
Heldinnen in eine Falle locken möchte. Und das sind im Prinzip meine drei Ankerpunkte. Was wollen Sie? Wie finden Sie die anderen? Und haben Sie irgendwelche Besonderheiten? Im Übrigen finde ich, ist das auch ein super Mittel, auch in privaten Runden, auch in Spielrunden, um vielleicht Spieler, die nicht an langen Kampagnen teilnehmen können, nicht regelmäßig spielen können oder wollen, mit an den Tisch zu holen, zu sagen, hier, hast einen Charakter, den heute Abend, das wäre vielleicht Ziel, aber du darfst einfach mal losspielen und das ist dann so wie so ein halber Handlanger des Meisters, sage ich mal, in seinem eigenen Freiheitsraum, in einem bestimmten Raum, wo er handeln kann und aber die Hauptcharaktere oder die Hauptspieler vielleicht an etwas heranführen soll, aber dann eben auf seine eigene Art und Weise. Also das finde ich eigentlich richtig gutes Mittel, um eben durchaus den einen oder anderen, sage ich mal, Ab- und Anspieler vielleicht auch noch an den Tisch mitzukriegen, der jetzt eben nicht in der großen G7-Kampagne durchziehen möchte. Auf jeden Fall. Das ist, das hat Hendrik auch schon so ein paar Mal gemacht. Bei uns. Du machst es auch super gerne. Ich mache es auch sehr gerne und Hendrik hat es eben auch schon ein paar Mal gemacht. Als er eine andere Gruppe von anderen aus unserem Freundeskreis so gemeistert hat und gesagt hat, so, hey, Jascha, hast du Lust, hier so einen Banditenanführer zu spielen hier, könnte ich gut gebrauchen. Da habe ich den gespielt und auch mit der absoluten Ambition, der geht heute noch drauf, den bringen die um. Anderes Beispiel, er hat auch mal, als ich ein Einzelabenteuer gemacht habe, hat er seine Freundin dazu geholt, gesagt, so, das ist jetzt deine Cousine und am Ende musste ich sie töten. Das war auch toll. Also ja, da kann man viel mitmachen, auch was die Entwicklung der Spieler dann mit anbetrifft. Ist ein schönes Mittel, um durchaus vielleicht eine homogene Spielergruppe, auf der anderen Seite der Meister als Spielergruppe, noch zusätzlich ein paar Rollen und Charaktere zu erschaffen, die kurzfristig dabei sind und sich Gäste dazu zu holen. Also. Das und es gibt dem Spielleiter oder der Spielleiterin immer die hervorragende Ausrede, Downtime zu haben, weil ich finde es immer einfach sehr nützlich, so nach 2 Stunden einfach mal eine Viertelstunde da sitzen zu können, die Notizen durchzugehen und sagen, gut, was haben Sie jetzt verbaselt und wo muss ich irgendwie Enden zusammenknüpfen? Und wenn dann Leute da sind, denen ich einfach sagen kann, macht mal und schreit halt laut, wenn ihr anfangt, euch aufs Maul zu hauen, dann ist es immer eine sehr gute Möglichkeit, um mich in mein kreatives Schneckenhaus zurückzuziehen. Aber Quali, ist das nicht auch bei dir so, dass du dich liebend gerne als Meister zurücklehnst, wenn deine Gruppe anfängt zu agieren und miteinander komplett irgendwie ins Rollenspiel verfällt und du lehnst dich erstmal als Meister zurück und darfst genießen? Ich bin ja auch gesegnet mit hervorragenden SpielerInnen, die das auch sehr, sehr gerne machen und es kommt nicht so selten vor, dass ich mich zurücklehne und nichts zu tun habe. Das sind die besten Folgen. Weil, ist ganz schön, ne? So vor allem kann man dann auch mal dieses Meistergesicht aufziehen, dieses leichte Grinsen und dieses wissende Nicken dann von sich geben und dann denken alle, oh. Ja. Ist die Aufforderung an die Spieler, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge, als es ums Meistern an sich ging, dass die Spieler durchaus mitgestalten dürfen können sollen, um gemeinsam ein Spiel mit dem Meister zu bestreiten. Aber zurück eigentlich zum Abenteuer schreiben oder vorbereiten. Das hat jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Abenteuer zu tun, aber mir ging das jetzt spontan durch den Kopf, als wir bei der Sache waren, es gibt keine ungeschriebene Geschichte. Das heißt, jede Geschichte war schon da und wiederholt sich so ähnlich. So habe ich das mal von der Musik gehört. Die Musik, wenn man neue Musik komponiert, war eigentlich schon da, immer. Also das heißt nicht immer, es ist schon alles an Musik geschrieben, es kann sich ja nur noch wiederholen. Setzt ihr privat auch Musik ein? Also im Podcast ist klar, da komponiert ihr ja sogar dafür extra. Privat macht ihr auch irgendwie musikalische Untermalung oder zur Stimmung oder ähnliches? Oder ja, also wenn wir privat alle zusammenspielen, jetzt durch eben Pandemiezeit haben wir uns auch echt sehr daran gewöhnt, über Zoom zu spielen, was erstaunlich gut funktioniert. Da hört halt jeder über Kopfhörer seine eigene Musik oder halt auch nicht. Oder ich
wenn man mal auf dem Maraskan ist, dann mache ich mir einfach so einen Dschungelgeräusche-Podcast im Hintergrund an. Mache ich wirklich seit einer Weile. Auch mit Mücken. Ja, ja, genau. Schön. Ja, verrückt werden würden. Und wenn wir alle zusammensitzen und spielen, dann haben wir den und unseren Jan-Henrik, der immer seinen Laptop dabei hat. Und der hat da dann so ein Soundmixer, ne? Das ist ein Soundprogramm aus den 90ern, das er irgendwo noch rumfliegen hat. Und da hat er sich einfach irgendwann mal vor ewig langer Zeit einfach ganz viele Fantasy-Videospiel-Stücke draufgetan. Und die sind dann je nach Stimmung halt geordnet. Und dann drückt er auf K, wenn ein Kampf losgeht. Und dann kommt da halt eine aufgewühlte, hektische Musik. Und wenn wir in einem Tempel sind, drückt der T für Tempelmusik und dann gibt es sehr ambientemäßige, hallende Klänge. Also immer mit Musik eigentlich. Und ja, je nachdem, ob wir zusammensitzen oder eben getrennt voneinander spielen müssen. Also als Inspirations- und als Stimmungsquelle gleichzeitig sozusagen. Ja, eher Stimmung, würde ich sagen. Ich habe Musik ganz gerne als Inspiration. Also meistens sind es irgendwelche Popsongs, um ehrlich zu sein. Ja, aber meine Inspiration funktioniert auf merkwürdigen Wegen. Mhm, das letzte beendete private Abenteuer, das war größtenteils inspiriert von Rasputin. Von oh Gott, ja. Bonnie M. Ja, es war ein gutes Abenteuer. Großartiges Abenteuer. Das und Les Miserables. Die One Day More. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja. Geil. Wir waren in Fasar. Es war schön. Spannend. Opern sind ja gar nicht so unberühmt. Ne? Der SA 5 hat jetzt sogar ein eigenes kleines Opernabenteuer herausgebracht. Ein kleiner One-Shot. Den gibt es als Einzelabenteuer, glaube ich. In Heldenwerken drin, oder was? An Heldenwerk, genau. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber den kann ich gleich noch nachliefern. Also wenn ich darf, würde ich vielleicht mal für den Rest, oder weiß nicht, wie lange es dauert, aber mal für die nächsten paar Minuten mal ein kleines Experiment starten und mal so ein bisschen den ZuhörerInnen mal Einblick zu gewähren, wie, ich meine, wir sind alle Spielleiter, die wir jetzt hier miteinander reden, SpielleiterInnen, wie wir so arbeiten vielleicht irgendwie. Wir können ja mal mit einem Blank Sheet arbeiten, ganz kurz. Wir stellen uns mal ein leeres Blatt Papier vor und jetzt, morgen ist unsere Rollenspielrunde und wir brauchen Setting und also wir wissen ja, wir sind in Aventurien, aber wir müssen gucken, wo wir in Aventurien sein wollen und worum es gehen soll. Wie würdet ihr denn arbeiten? Also wie startet man sowas? Ich würde sagen, erstmal mit dem Wissen darüber, wer eigentlich mitspielt und welche Figuren gespielt werden. Also je nach Spieler oder Spielerin gibt es ja völlig unterschiedliche Präferenzen, wie das Spiel aussehen soll. Manche Leute kämpfen super gerne und können das 5 Stunden machen. Manche Leute schlafen nach 10 Minuten eines DSA-Kampfes ein. Teilweise berechtigt. Wie häufig soll man eigentlich würfeln? Aber da ist es dann wichtig, dass das erstmal klar ist. Und wenn es eine Gruppe von 5 Elfen ist, dann ist vielleicht eine Gareth-Großstadt-Abenteuer auch mittelmäßig gut geeignet. Kann auch lustig werden. Es kann lustig sein, ja. Aber das ist dann die nächste Frage, ob es lustig sein soll, ne? Also, ja, natürlich. Also bei mir ist es auch immer so ein, wie geht's mir gerade, so ganz plump gesagt, so was, worauf habe ich Bock? Möchte ich jetzt es mir leicht machen quasi und einfach nur mir viele Leute aufschreiben, die ich dann parallel, denen ich Lebensenergie abziehen kann, während man gegen sie kämpft und der Rest ist so ein bisschen rumgeriffe? Oder möchte ich mir wirklich was ein bisschen mehr mit Hand und Fuß und ein bisschen mehr mit Charakterarbeit ausdenken? Und ja, wie gesagt, wenn es Ersteres ist, ist es halt easy peasy. Dann gucke ich, wo möchte ich am Ende landen und mit wem spiele ich? Natürlich, klar, war auch sofort mein erster Gedanke. Mit wem spiele ich eigentlich und wer ist das und was kann ich tun, damit diese Rolle am Ende des Abenteuers etwas vielleicht gelernt hat oder vielleicht sogar etwas verloren hat oder
jemanden gerettet hat. Das kann ja auch super charakterbildend sein. So irgendwie sowas versuche ich damit einzuspinnen, dass das möglichst passiert und dass sie vor einer Herausforderung gestellt werden und wo kommen sie dann am Ende hin. Und der Rest ist dann halt sehr, ich spiele ja auch gerne selbstgemachte Kampagnen. Ne? Also das ist dann so ein, jetzt kommt der nächste Abschnitt auf eurer Reise und dann habe ich da wirklich gerne so ein, was ist der nächste, wie wir es vorhin schon hatten, was ist der nächste Checkpoint? Und wenn ich eine Situation habe, durch die das durchbedienen soll, gucke ich, dass ich ein großes Areal habe von Fläche, auf dem sich die Leute bewegen können und sich halt einfach durchsandboxen können. Und da kann ich dann auch, weiß nicht, ob du das auch so siehst, weil dich meistere ich ja eigentlich, wenn ich meistere, kann ich mich da durch improvisieren meistens. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir nicht zu viele Gedanken, wie man wohin kommt, aber ich weiß, wo es hingehen soll. Wir sind noch nie bei Jascha in der Sackgasse gelandet, das ist wahr. Das ist ganz schön beeindruckend. Da sind zwei wichtige Aspekte, fand ich jetzt drin. Einmal, der Spielleiter muss auch, der spielt mit, der muss auch seinen Spaß haben an der ganzen Sache. Ihr seid nicht dafür zuständig, dass die anderen Spaß haben, sondern ihr seid auch für euren eigenen Spaß verantwortlich. Und die anderen, die MitspielerInnen, sind auch für euren Spaß mitverantwortlich. Ne? Also das ist ein Gruppending. Das fand ich wichtig. Und die zweite Sache, darauf zu achten, wer da mit einem am Tisch sitzt und was man mit denen halt machen kann, wo es hingehen soll. Und das ist ein Unterschied, ob ich mit DSA-Veteranen am Tisch sitze oder ob ich mit absoluten Beginnern am Tisch sitze. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also auch losgelöst von dem überhaupt den ganzen DSA-Mumpitz kennen. Es gibt ja auch einfach persönliche Grenzen, gerade bei sowas wie Rollenspiel. Manche Leute wollen wirklich gerne Romantik und Erotik mit drin haben und manche Leute haben überhaupt gar keine Lust auf Romantik und Erotik. Und dass da einfach von Anfang an bei so heiklen Dingen klar ist, ist das etwas, was in dieser Gruppe Platz hat und ist das etwas, in wie, welcher Dosis hat es in dieser Gruppe Platz? Ich glaube, es ist halt so. Sollen wir uns einfach mal irgendwie so eine virtuelle Gruppe mal zusammenspinnen, irgendwie an Leute? Ich würde das vielleicht für diejenigen, die vielleicht auch neu sind im Spiel leiten. Also wir haben eine Anfängergruppe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Irgendwie so. Die haben schon ein bisschen gespielt, so ein bisschen die Regeln reingefuchst. So vielleicht das Einführungsabenteuer aus der Grundbox. So, und jetzt will der Spielleiter oder die Spielleiterin mal was Eigenes ausprobieren, hat irgendwie schon eine Idee, oder gucken wir jetzt gleich mal irgendwie, was das sein könnte. Und ansonsten sitzen halt ja blutige AnfängerInnen am Tisch und die haben sich darauf geeinigt, sie wollen, also können wir mal zusammen entwickeln, was die wollen. Also was könnte so eine Anfängergruppe, die wollen halt was Fantastisches erleben, ne? Irgendwie ein Fantasy-Abenteuer. Ja, wahrscheinlich mit am liebsten irgendeiner Märchenfigur drin. Also irgendetwas Magisches. Ich glaube, die wenigsten Gruppen setzen sich hin und sagen, lass mal Bauernsimulator spielen. Oder ich will unbedingt Knappen spielen. Das ist so. Ja, gibt's bestimmt auch. Gilt's bestimmt auch, möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. für unser Beispiel jetzt irgendwie Märchen ist doch schon mal ganz schön. Dann hat sich irgendwie gesagt, irgendwas Märchenhaftes, Fantastisches, vielleicht auch irgendwie so. Ne, wenn man von Dungeons and Dragons herkommt, was ja gerade durch CV geistert, vielleicht auch irgendwas mit Drachen oder sowas ähnliches. Meister, du hast da freie Hand, mach mal was. Und genau, und dann können wir mal schauen, was gibt es für Charaktere. Ich würde jetzt auch irgendwie sagen, die Anfänger haben meistens so die Klischees an Bord. Gimli den Zwerg, Gandalf den Zauberer. Und ja, was fällt euch sonst noch so ein? Legolas die Elfe. Genau, Legolas die Elfe. Was Elfisch ist immer dabei. Dann muss es auch ein Hau drauf geben, weil, seien wir ehrlich, und da sind Alrik den Ritter. Oh, Zwerge natürlich. Die sind auch immer sehr gerne als Hau drauf genommen. Ja, aber Zwerg und Hau drauf doppelt sich nicht genug, als dass es zwei Leute davon abhalten würde. Ja, das ist völlig richtig. Also ein Zwerg und ein Söldner können durchaus dabei sein. Ein Dieb, wir haben noch keinen Dieb. Streuner. Ja. Klassische Streuner. Und gerade wenn wir jetzt wirklich von Szenario blutige Anfänger reden, dann würde ich, wenn einer sagt, oh, ich mache immer Zauberer, also richtig schön von der Akademie, so ein Magier, würde ich sagen, okay, Suchir, mal ganz, ganz langsam. Vorsicht,
hier hast du den Codex Albericus. Lies dir das hier erstmal durch, du Grünschnabel. So, guck erstmal, was überhaupt eine Akademieausbildung bedeutet in DSA. Was hast du gelernt, wenn du fertig bist? Weil den Fehler habe ich mal gemacht, dass ich überhaupt nicht wusste, was so ein Akademieabgänger überhaupt richtig bedeutet. Und dann wurde ich da reingeschmissen und habe mich die ganze Zeit sehr von den Kopf geschlagen gefühlt, weil ich mir dachte, ich bin jetzt ein cooler, verwegener Zauberer, aber irgendwie bringt das halt in dieser Welt noch ganz andere Sachen einfach mit sich, die man, und wenn dann also so ein Nerd wie Hendrik dann neben mir sitzen hast, der dann mit einem skeptischen NPC kommt und sagt so, was weißt du denn überhaupt von dem ganzen Zeug, denkst du dir auch so, oh Gott, ich möchte aufhören, diesen Charakter zu spielen. Also da vorsichtig, also ich denke, das gibt auch für andere Klassen auch, ne? Also gerade Geweihte fallen da ja auch ganz, ganz stark drunter. Oh, ja, ja, da würde ich sogar sagen, lass eine neue Gruppe an einen Geweihten, an das Geweihtentum überhaupt erstmal ankommen, indem du ganz vorsichtig mal einen Praios-Geweihten, Ronda-Geweihten, Hesinde-Geweihten ranführst, um überhaupt erstmal zu zeigen, was das überhaupt ist und wie das funktioniert, weil das weiß man nicht sofort. Also Sollen wir diesen Aspekt benutzen für unser virtuelles Abenteuer? Ich meine, es soll märchenhaft und es soll fantastisch sein, aber es hindert uns ja nicht daran, dass wir den AnfängerInnen einen NPC an die Seite stellen, der ihnen beibringt, was denn ein Geweihter ist. Ja. Das ist gut, ja. Es ist irgendwas Märchenhaftes. Also sie kommen in ein Dorf und dieses Dorf wird bedroht von hier Monster X einfügen. Kann man sich später überlegen. Ist eigentlich völlig unwichtig, ob es ein Werwolf oder keine Ahnung. Ein fürchterlicher Gestank, der sich von irgendeinem umliegenden Drachen heran austreibt. Oh ja. Er stinkt grausam in, keine Ahnung. Und im Dorf gibt es üble Gerüchte, was dieses Monster denn sein könnte. Und es verschwinden Leute und es ist gar nicht klar, was es für ein Monster ist. Ne? Leute verschwinden auch immer sehr gerne gesehen. Der hat sich sehr bewährt. Ja, und dann werden sie wahrscheinlich angeworben von jemandem, einer der Kirchen. Sie treffen sich ganz zufällig in der Kneipe, natürlich. Selbstverständlich, aber der Geweihte ist zufällig da, um ein Flugblatt auszunehmen. Ja, dann ist es natürlich entweder ein Raja oder ein Pereine-Geweihter, wenn er in der Kneipe rumhängt. Oder Travia könnte auch Travia sein. Ja, ja. Ich finde, Travia ist eine super gute Anfängerkirche, um da reinzuführen. Oh ja. Weil es ist halt irgendwie was super Menschliches, was die ausmacht. Also ein Travia-Geweihter oder eine Travia-Geweihte sind immer nette Leute. Da ist wenig Arschlochpotenzial. Wenn du so einen Praios-Geweihten um die Ecke kommen lässt, dann ist das schon höher. Und es führt dich generell direkt erstmal daran, ein Geweihter, ein kirchlicher Mensch kann auch einfach ein Kneipenwirt sein, wie das ja bei Travia-Geweihten gerne mal so ist. Also das führt dann auch sehr schön in die Welt ein, wenn man das noch nicht so kennt, zu sehen, Geistlicher ist, der gibt mir jetzt mein Bier. Okay, alles klar, interessant. Also das führt da ganz nett rein. Ja, das ist auch ein sehr schöner Ansatz, irgendwie dieses not tell, sondern show, ne? Ja, genau. Show, also, don't tell. Genau. Show, don't tell, genau. Im Jargon. In also, the biz. Zeigst, the biz. Also zeigst, das ist ja... Sag ruhig. Ich wollte sagen, das ist halt der schöne Aspekt von Aventurien oder DSA, dass die Welt zwar fantastisch, aber auch sehr viel Realität, also es ist so vermischt, sehr viel Realität mitbringen und dass dann ein Geweihter jetzt nicht nur der Unnahbare eben ist, sondern allein mit den 12 Göttern hat man ja eine wunderbare Palette, um Außergewöhnliches an den Mann heranzubringen, am Alrik, der eben gerade in der Kneipe sitzt. Ja. Es gibt für alles irgendeinen Gott. Wenn es für Pferde ist. Dann haben wir jetzt unser Dörfchen. Irgendwie, das ist irgendwie ein kleines Dörfchen, was irgendwie einen Travia-Schrein oder einen Travia-Tempel als Treffpunkt hat, als Taverne oder so. Vielleicht der Dorfmittelpunkt ist und das halt, wo dann dieser Gestank aus dem Wald nebenan kommt und es verschwinden Leute. So und Deswegen, weil der oder die Travia-Geweihte eben sehr besorgt darum ist, weil die sorgen sich ja um das Wohl ihrer Mitbürger, werben die Leute an, um mal zu gucken, was da passiert. Und ich finde, da gehört also sehr DSA-spezifisch klassischerweise die Fragerunde rein. Also die meisten anderen Rollenspiele würden dann schnell in den Dungeon reingehen. Mhm. Aber erstmal
jeden im Dorf fragen. Da gibt es den Schmied, dann gibt es da die Bäckerin und dann haben wir noch einen Schneider. Und die kann man alle fragen, man kann bei allen einbrechen oder sonst irgendwie an die 2, 3 Fetzen Informationen kriegen. Die Bäckerin ist noch insgeheim eine Hexe, da kriegst du gute Salben auch, wenn du den richtigen Hexenblick verwenden kannst. Hexe geht immer. So, jetzt kommen wir ja schon in ein ganz relativ spezifisches Gebiet. Also du sagtest ja gerade, Informationen bringt man dann irgendwie unter. Wie spezifisch macht ihr das denn dann im Worldbuilding? Sagt ihr, die Hexe, die Kräuterfrau, hat jetzt die und die Information und der dickliche Bauer hat diese Information und die Korbflechterin hat die Information? Oder, also ich würde es vielleicht an, ich würde machen, Informationenliste erstellen, was irgendwie wichtig ist, was herausgefunden werden kann und soll. Vielleicht auch mit falschen Informationen zum Teil arbeiten. Auch interessant, immer, ja. Und das dann so verteilen, wo die SpielerInnen entlang laufen, weil man dann hat man nämlich nicht das Problem, dass der Plot gesprengt wird, in Anführungsstrichen, wenn sie halt nicht zu der Kräuterfrau hingehen und da aber jetzt meine wichtigste Information verborgen ist. Ich finde, da kannst du halt auch einfach den Vorteil nutzen, dass du bei DSA, auch egal welches Rollenspiel du spielst, mit richtigen Menschen zu tun hast, die du vorher fragen kannst, möchtet ihr es schwer haben, weil dann mache ich es euch schwer. Und dann, je nachdem, kann man halt gucken, ob man sagt, okay, wenn zu der Person, zu der sie als erstes gehen und wenn sie es schaffen, die direkt zu überreden, zu bekehren, dann kriegen sie die kruziale Information, die es unbedingt braucht, halt von der Person. Kannst du aber auch variieren, ne? Kannst du hingehen und sagen, so, geht ihr jetzt anscheinend erstmal zur, nehmen wir mal die Kräuterfrau. Und dann habe ich mir aber überlegt, ja, die hat genau diese Information und absolut keine andere. Wenn ihr die bei der nicht rauskriegt, dann kriegt ihr die nicht. Also das kann man ja, das ist ja das Schöne, man kann das sich so zusammensetzen, je nachdem, wie schwer man es den Leuten machen möchte. Also wie, bei mir persönlich ist das, also wie gut ich heute gelaunt bin. Also mal gucken, wie schwer ich es euch mache. Wäre das Scheitern dann mit drinne oder würde man sagen, gut, die kommen ewig und ewig irgendwie nicht auf das eine oder andere, dann überlege ich mir spontan, flexibel, was, wie es jetzt weitergeht oder wie ich die darauf stupse vielleicht. Ja, aber dann würde ich dir das spüren lassen. Ah. Keine Ahnung, habt ihr schon mal ein Abenteuer abgebrochen? Also hat jemand schon mal, wenn ihr geleitet habt, haben Leute schon mal ein Abenteuer nicht geschafft? Gestorben sind sie. Gut, das zählt jetzt nicht. Also die Frage ist ja auch, was ist, also das ist generell auch eine interessante Frage, auch fürs Worldbuilding. Was ist denn das Abenteuer geschafft? Gute Frage. Wenn du am Ende des Abends sagen kannst, ihr kriegt Abenteuerpunkte. Das kann ich ja immer sagen. Ne? Kannst du immer sagen, wenn du Lust drauf hast. So wie wir das machen, hat das immer so besondere Abschnitte in der Story. Ich glaube, dann setze ich halt fest, irgendwie, wenn sie heute die Kräuterfrau nicht besucht haben, dann gibt es keine Abenteuerpunkte. Weil das ist schon wichtig für die Story. Vielleicht weniger. Vielleicht weniger. Ich mache das, glaube ich, anders als Jascha. Ich verteile Abenteuerpunkte nicht nach, was sie geschafft haben und was nicht. Aber ich habe es bei einem Abenteuer einmal geschafft, uns so sehr in eine Ecke zu spielen, dass es eigentlich ging es nicht mehr. Torwahl, ne? Dann Lucky Luke-Abenteuer. Ja, das war so ein Handelstrack von Torwahl in irgendein Dorf beim Orkland. Und sie sind halt einfach vom Handelstrack weggegangen. Sie sollten den beschützen, von da bis da. Ich nicht. Du nicht. Du bliebst als einziger da. Söldner gekauft, ich gehe damit. Die anderen weg. Der Rest ist einfach in die Pampa gelaufen, um ich weiß nicht mal mehr, was zu machen. Und da war so eine halbe Stunde Pause gemacht, ich muss drüber nachdenken und eigentlich war das Abenteuer vorbei und da war sehr, sehr klar erkennbar, dass ich jetzt die Hand von Gott reingetan habe und gesagt habe, wie durch einen Zufall landet ihr beieinander und hier ist das Ding, das ihr holen sollt. Ja. Aber das ist eine Möglichkeit. Irgendwie die zweite, die mir natürlich auch immer, Kommunikation muss ja auch immer stattfinden dürfen. Ne? Also man darf sich als SpielleiterIn auch durchaus mal rausnehmen, dann irgendwie zu unterbrechen. Das ist ja schon mal ganz, ganz gut, weil überrascht einen als SpielleiterIn ja auch, ne? Irgendwie, wenn dann die Gruppe irgendwie totalen Murks anstellt. Ja, passiert.
Ja. Und das wird passieren. Ne? Es ist kein Plot überlebt, die erste Berührung mit der Gruppe. Ne? Und also der Stopp und dann einfach ehrlich sein und sagen so, Leute, wenn ihr das jetzt macht, was ihr gerade vorhabt, dann verlassen wir hier das, was gedacht ist. Überlegt es euch nochmal anders oder wir spielen halt nächste Woche weiter und ich überlege mir was komplett anderes. Noch. Mhm. Ich muss gerade aber an was sehr Lustiges denken und das ist von euch gekommen. Tatsächlich habe ich gerade nur im Kopf, weil ich tatsächlich das letzte Woche gehört habe. Das ist Quenya und ihre Suche nach Arbeit. Oh, das ist übrigens eine super Überleitung. Quenya und ihre Suche nach Arbeit kennen die Leute, die uns regelmäßig hören, wahrscheinlich nicht, weil es eine exklusive Patreon-Folge ist. Ja, ganz genau. Ja. Jascha, erzähl, wie man da rankommt. Also, folgendes. Ihr geht auf patreon.com und oder de.com, oder? Gute Frage. Patreon.com. Es ist Patreon. Link ist einfach Internet. In der Beschreibung. Ja. Nee, Link ist in der Beschreibung. Und da drückt ihr drauf. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns, oder wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr uns auch Geld geben. Mit Arsch. Aber wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns ein bisschen was zukommen lassen, bekommt einen exklusiven Content. Und dieser Content sind halt Bonusfolgen, ganz viele, wie wir sie auch machen, nur weniger bearbeitet. Aber Werbeblock unterbrochen, zurück zur Frage. Mhm. Wir haben eine Folge mit der Hauptfigur unserer ersten Staffel gemacht und die hat einfach nicht kapiert, dass ich ihr bei einer Liste an möglichen Aufgaben gegen Geld offensichtlich das hingelegt habe, was sie bitte machen soll und hat sich sehr bewusst dafür entschieden, über 2 Monate, glaube ich, quasi die Sekretärin eines, fünf Monate, du hast völlig recht, die Sekretärin von irgendeinem Typ zu sein. Ich saß da, dachte mir, Mensch, Hanna, wollen wir 5 Monate ausspielen? Weil wir könnten jetzt 5 Monate ausspielen und ich würde dich halt rechnen lassen. Aber wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Das ging dann halt ganz gut, weil es das Abenteuer auch einfach 5 Monate später hätte spielen können. Aber wenn nebenbei noch irgendwie ein Nebenstrang gelaufen wäre, dass jetzt die Zeit richtig knapp wird, dann wäre das da vorbei gewesen. Aber sehr schön fand ich das so als Beispiel, wenn man Abenteuer schreibt. Ja, da entscheiden sich die Spieler starkköpfig irgendwie für etwas. Sie haben mehr oder weniger die Auswahl. Eigentlich werden sie mit der Nase auf etwas geschubst, aber dann wollen sie es partout nicht. Ja, dann zieht man es sozusagen durch. Ich fand auch den Überraschungseffekt, ja, Abenteuer, ja, 5 Monate. Dann, etwas durchgezogen sozusagen, nicht ausgespielt, aber wer spielt denn schon Rechnen aus? Oder? Ach du, Hanna macht das. Aber ja, also du hast völlig recht, manchmal haben Spieler und Spielerinnen Dinge im Kopf, wo du dann auch denkst, okay, alles klar, ja, dann mach doch einfach alles zunichte. Der Herr hier neben mir ist übrigens in dem, was ich privat meistere, ein Schelm. Und da kommt es dann halt mal vor, dass er sagt, da steht jemand, der uns angreift, alles klar, ich verwandle mich in eine Kuh. Okay, weißt du, mach doch, was du willst. Okay, ich guck mal, was ich daraus machen kann. Es hat die Situation befriedigend gelöst, auf jeden Fall. Sagen. Ja. Die Leute hatten Angst vor einer Kuh. Und ich finde, das ist... Jemand hat sich aus Versehen das Genick gebrochen, Hendrik. Jetzt red das nicht schön. Ja, der kann nie wieder gehen. Also, was ich damit sagen will, ist aber auch, um nochmal auf diesen einen Punkt zurückzukommen, bei dem wir schon waren, ich möchte als Meister, ich mag es auch gerne mal ein bisschen fies zu sein, das kann man immer machen, aber ich möchte, dass meine beiden Spieler, die ich meistere, dass die das schaffen. Ich möchte, dass die da hinkommen, weil ich denke mir ja die Geschichte aus, damit die ein befriedigendes Ende hat. Und deswegen will ich auch, dass die da hinkommen. Also bei aller Grausamkeit, die man sich halt eben manchmal so ein bisschen als Meister rausnimmt. Sollte auch, ja, tatsächlich. sollte man auch gucken, finde ich zumindest, das ist mein Credo bei der ganzen Sache, dass es eine runde Geschichte abgibt, bei der am Ende im besten Fall jemand was gelernt hat und wo die beiden Helden oder eben auch Heldinnen alles, was auch immer Held sein möchte, da am Ende mit einem positiven Gefühl rausgeht. Weil wenn man DSA spielt, finde ich, spielt man schon
Meistens natürlich, außer man geht jetzt auf einen total anderen Abzweig und sagt, alles klar, wir spielen mal die richtigen Schurken, sind richtig böse, was man auch tun kann, aber man spielt schon irgendwie Helden, die auch irgendwas was rocken sollen, weil das gibt ein tolles Gefühl. Also es schüttet Unmengen an Serotonin aus, am Ende aus einem Abenteuer rausziehen und sagen, ja, das habe ich richtig gut gemacht und Leuten geht es jetzt besser wegen mir. Das ist schon schön. Ich glaube, es ist ein guter Tipp für als Spielleiter, in immer Fan der Charaktere zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle kann ich ja auch nur Werbung für unseren Podcast wiederum machen. Wie viel Held braucht die Welt, hatten wir eine Folge. Und es spielt sich leichter als Schurke. Da haben wir uns mal drüber unterhalten, wie das so ist, in Aventurien DSA Schurken, Charaktere, Gruppen zu spielen oder eben die typischen Helden versus Alrik-Charaktere. So, Werbung Ende. Aber ihr meistert ja beide. Habt ihr Schurkengruppen? Ich hadere nämlich seit sehr langer Zeit mit dem Gedanken und möchte es eigentlich gerne machen, egal in welchem Kontext. Aber irgendwie traue ich mich nicht, allen zu sagen, seid mal böse jetzt. Willst du so richtig Schurken-Schurken oder Anti-Held? Egal, Anti-Held also oder Schurke-Schurke. Ich hatte eine Vampire the Masquerade-Runde, da ist das ja ein bisschen angelegt. Die Vampire sind ja nun mal Bestien und Mörder und böse an sich, ne? In den meisten Fällen. Ich muss irgendwie aber zugeben, dass es nicht, für mich funktioniert es nicht ganz. Also ich habe es auch lieber, wenn es irgendwas Heroisches passiert oder so. Und ich hatte auch öfters mal das Gefühl, dass einige Spieler eher auch in dieser Heldenrolle, weil es halt das Klassische ist, irgendwie festhängen und irgendwie dann doch sehr menschlich und sehr, sehr, sehr positiv agieren. Und andere hingegen, dass dann diese sadistische Art was oder so mal komplett raushängen lassen und auch mal richtig böse und intrigant sein können, aber das dann irgendwie auch nicht mehr richtig gut zusammenpasst. Also das muss irgendwie von der Gruppenkonstellation vorher ganz gut besprochen sein. Und selbst dann hätte ich als Spielleiter, glaube ich, ein Problem, was die, was das innere Gefühl angeht. Also die Satisfaktion von Bösem ergibt sich mir nicht so. Also da habe ich selbst keinen Spaß dran, so etwas Böses gewinnen zu sehen. Also das muss man halt auch mögen. Ne? Ja, das stimmt. Und das sehe ich ähnlich. Also wenn ich irgendwie was... Achso, entschuldige, Julius, du hast noch gar nicht geantwortet. Doch, nee, alles gut. Achso, okay. Red weiter. Ich höre zu. Du, es soll ja ein ausgeglichenes Gespräch hier sein. Aber also wenn ich sowas mal machen würde, dann würde ich tatsächlich die Leute Anti-Helden, wenn überhaupt. Du hast das schon gemacht. Ich habe das schon gemacht. Wie habe ich das schon gemacht? Mein Magier auf dem Schiff. Stimmt! Dein verdammter Magier auf dem Schiff. Richtig, ja, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Wir hatten einmal ein Abenteuer, das er gemeistert hat, für mich ein Solo-Abenteuer. Aber er ist schon Anti-Held, oder? Er ist schon Anti-Held. Ein böser Magier aus, woher kam er? Fasar. Der auf einem Schiff Dinge klauen sollte. Also es war im Prinzip ein Beschaffungsabenteuer. Nicht klauen, zusammensammeln. Nennen wir es so. Es gibt ja auch in Savage Worlds, glaube ich, gibt es ein Setting, das heißt Necessary Evil. Aha. Da gibt es, das ist, da die Prämisse des Settings ist, dass irgendwie Aliens kommen aus dem Weltraum und greifen die Erde an, die mit Superhelden und Schurken natürlich ist, also so quasi Marvel, so, wenn man es so sieht. Ja. Und die Aliens haben eine Superwaffe und töten im ersten Angriff alle Superhelden. Ja, sofort das weg. Tatsächlich, ja. Und es bleiben nur noch die Bösen über mit ihren Superkräften und sind halt jetzt die einzige Hoffnung der Menschheit gegen diese Aliens. Und das fand ich auch als Setting dann auch wieder interessant, weil dann die bösen Schurkencharaktere irgendwie dann doch wieder zum Held werden. Ne? Und das ist ganz spannend, fand ich. Müsste ich eigentlich mal wieder spielen, das ist ganz lustig. Ich finde, Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Also wenn da nur noch die eine Möglichkeit bleibt. Aber es hatten wir ja halt auch im Podcast, dass es durchaus funktionieren kann und dass man auch sich mit Schurken Sachen irgendwo durch die Gegend klauen, sogar durchaus vielleicht Heldentaten vollbringen kann, sage ich mal im Nachhinein, obwohl es gar nicht so bezweckt ist. Aber dann muss es für die ganze Gruppe stimmig sein. Das heißt, man kann da nicht den Krieger oder den Traios-Geweihten oder den Ritter haben und den zusammen mit einem Dieb, einem bösen Magier. Also
zu viele Reibungspunkte, glaube ich, wenn man dann einen Preiausgeweihten und einen Magier der Schwarzen Akademie zusammensteckt in eine Gruppe, weil die werden sich so an die Köpfe gehen, dass es nicht funktioniert. Und also zu diesem Anti-Helden-Thema eine, finde ich, ganz wichtige Sache, würde ich gerne dazu sagen, auch da, wenn du ein Anti-Helden-Thema machst, auch wenn es jetzt nicht die Schurken sind, sondern so ein Anti-Held, dann auch dem gibt dem ein gutes Gefühl am Ende. Auch wenn es einfach, er hat jetzt einen neuen Geschäftspartner, meinetwegen, mit dem er das nächste Mal irgendwelche krummen Dinger macht, aber auch da der Handschlag, das gute Gefühl, damit etwas herausgegangen zu sein. Ich glaube, das ist da eine wichtige Sache. Apropos herausgehen, unser Setting, wo wir gerade eben waren, würdet ihr dann, auch an dich, Carly, die Frage, würdet ihr euch ein spezifisches Ende setzen oder würdet ihr dann einfach sagen, gut, ich habe hier so meine Punkte, die handhabe ich flexibel und der Rest gestaltet sich oder ergibt sich im Laufe des Spiels? Indem man zum Beispiel eine bestimmte Region im Kopf hat und sagt, gut, dann habe ich so meine Mittel, die ich mir zur Hand ziehen kann, aber ich setze sie mir nicht vorher fest. Wir haben ja jetzt ich bleibe mal bei unserem gerifften Einstiegsabenteuer, der Gestank im Wald. Das wird ja wahrscheinlich wenn es ein Einstiegsabenteuer ist, ein erstes Abenteuer für viele am Tisch sein, wenn nicht sogar für alle. Das heißt, da muss überhaupt gar nicht über ein zweites nachgedacht haben. Das heißt, das Ende ist eigentlich völlig egal. Wenn alles steht, also welche Dorfbewohner welche Informationen über das stinkende Monster im Wald haben und ich weiß, wo das stinkende Monster im Wald lebt, im Idealfall habe ich noch Werte, weil ich irgendein Bestiarium aufgeschlagen habe, dann können die ja damit machen, was sie wollen. Und ich finde, das ist auch gerade beim Leute an DSA und Rollenspiel im Großen und Ganzen ranzubringen, super wichtig, dass sie sehr schnell merken, dass da halt eine tatsächliche Entscheidungsfreiheit da ist. Weil ansonsten ist es ich mache meine eigene Geschichte Buch, wo du auf Seite 500 gehen musst. Aber wenn wirklich alles offen ist, dann haben meine Spieler und Spielerinnen im Idealfall danach richtig Bock drauf, weil sie machen konnten, was sie wollen. Also ich arbeite ganz gerne noch mit irgendeinem Twist. Irgendwas muss noch speziell sein. So irgendwie der Gestank im Wald. Irgendwie ist ja irgendwie, muss auch nichts super Kompliziertes sein. Irgendwie, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, hätte ich jetzt spontan so im Kopf dieses Dorf, das unglaublich Angst hat jetzt vor diesem Wald, weil halt einfach auch Leute verschwinden und weil es halt unglaublich müffelt. Und die wildesten Gerüchte vom Lindwurm über Drachen bis hin zu, keine Ahnung, Dämonen oder sowas umgehen. Und es am Ende aber einfach etwas relativ, relativ Simples ist, vielleicht eine Gruppe Orks, die eine Köhlerei irgendwie im Wald gemacht haben, aber die Leute halt immer ausnehmen, die durch den Wald laufen und deswegen verschwinden die und so. Irgendwie das fände ich irgendwie ganz, ganz nett, dass man das irgendwie schon so ein bisschen festmacht. Vielleicht haben die dann auch irgendwie wirklich dafür gesorgt, dass es irgendwie so ein bisschen nach mystischer Kreatur aussieht, irgendwie so irgendwelche Sachen in die Bäume gehängt oder so. Und jetzt hat unser ausgedachtes Abenteuer ein Scooby-Doo-Ende genommen. Ja. Mir fallen spontan verwesende Kühe dazu ein. Ja. Und es ist witzig, weil es vom Aufbau her exakt das erste Abenteuer ist, das ich mir jemals ausgedacht und gemeistert habe. Kam in ein Dorf, es hieß, das Dorf hieß Eberling, keine Ahnung, gibt's nicht, ist egal, und in Eberling lebte der böse Eberling, halb Eber, halb Mensch. Eberling hat also Abenteurer angezogen, die versucht haben, den Eberling zu töten, die sind aber alle gestorben und Eberling hat sehr viel Geld damit verdient, Abenteuerausrüstung zu verticken. Ja, das stellte sich heraus. Scam vom Bürgermeister. Sehr schön. Ja. Nur Orks im Wald. Also im Prinzip genau das gleiche Setup und das hat Kelgüt durchgetragen. Schön, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja. Aber das funktioniert, das ist super, das macht auch Spaß. Wenn du als Spieler da drin sitzt, das Monster waren einfach Orks, ja, okay. Ja, gut. Okay, gut, ist trotzdem jetzt schwierig, gegen die müssen wir jetzt trotzdem kämpfen, aber sowas aufzudecken ist dann auch witzig, ja. Ja. Also wenn die Verschwörung nachher aufgedeckt hat vom Bürgermeister, irgendwie, das ist so. Ja. Ja. Und ich finde, wenn man Inspiration braucht, es ist, finde ich, in DSA gerade so schön, wenn man sich einfach eine Region pickt, auf die man Bock hat,
da ein bisschen was zu liest, weil man da sehr viel an die Hand kriegt, was man alles Mögliche einbringen kann. Ob ich dann in Albernia bin und dann noch irgendwelche Feen oder sowas da so richtig Märchenhaftes reinbringen will oder eben die Drachen in bestimmten Regionen oder Goblins irgendwo hervorzaubere, die ja auch nicht überall nun in Aventurien herumlaufen. Aber ich habe sehr viel durch die verschiedenen Regionen an der Hand, wo ich was herzaubern kann. Und mir gefällt gerade auch an unserer Idee mit der, also das ist ja jetzt schon unsere Idee, mit dem Bürgermeister finde ich das sehr, 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 sehr schön, weil das ja auch gegen unsere, wir wollten ja die Travia-Kirche vorstellen, ne? Also das ist halt ein totaler Travia-Bruch, ne? Ja, weil, total. Leute einzuladen in sein Dorf und die dann auszustatten und was zu verkaufen. Also das ist ja eine Lästerei gegen Fex und gegen Travia. Also das. Ja. Aber sowas von Scheiterhaufen. Also, das ist so drastisch. Ja. Gerechte Härte. Naja, gut. Ja, jetzt habt ihr irgendwie ein bisschen einfach brainstormen und dann kommt ihr schon irgendwie auf coole Sachen. Irgendwie. Das ist, und vor allen Dingen inspirieren lassen von den Regionalbänden. Da kann man immer ganz viel auch settingmäßig irgendwie rausziehen. Wenn ihr irgendwie Lust habt auf 1001 Nacht irgendwie, dann guckt euch was über die Tolamidenlande an oder so. Ja. Oder. Streitende Königreiche sind auch immer so klassisch Märchen oder klassisch Ritter-Fantasy. Da findet man überall in Aventurien so seine Nische. Das macht es auch so aus, so das Setting, oder? Und auch echt wichtig finde ich bei sowas, traut euch ein bisschen verrückt zu sein. Es kann auch mal einfach ein bisschen was Schräges passieren und das ist völlig in Ordnung und bereichert das, weil es einen frischen Wind reinbringt. Ja, und ihr nehmt mir fast meine finale Frage vorweg. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kommen wir damit zu der finalen Frage, aber die dürft ihr ja jetzt trotzdem einmal beantworten. Ein Tipp an alle da draußen, um eigene Abenteuer zu gestalten, aber auch nur ein einziger Tipp ohne Aufzählung. Einfach machen. Niemand ist wütend über ein schlechtes Abenteuer. Die Leute freuen sich über ein Abenteuer. Es ist besser, ein hin improvisiertes Abenteuer zu machen, als gar kein Abenteuer zu haben. Also es macht Spaß. Irgendwas halt. Gebt den Spielern und Spielerinnen was, aber nehmt auch immer was von ihnen. Schwierige Frage, finde ich. Genau. eine Sache ist schwierig. Ja, ich würde auch sagen, achtet auf euren eigenen Spielspaß wie auf den Spaß der SpielerInnen. Und Juli noch selber, ne? Ach, ja, okay, super, ja, dass ich mir einen Tipp überlegt habe. Im Prinzip habt ihr die ganze Folge über hier eine Menge Tipps gehört. Schließt einfach mal die Augen und was euch so in den Sinn kommt. Setzt das einfach mal in ein Abenteuer um. Dunkelheit. Der schon haben wir wieder was. Ja, also. Das haben wir im letzten Podcast ja auch schon gesagt, irgendwie geht einfach mal durch die Welt, irgendwie in die U-Bahn oder wenn ihr im Urlaub seid in irgendeine Touristenfalle irgendwo, keine Ahnung, und beobachtet einfach mal, was da irgendwie ist und es gibt überall Platz. Das ist so cool. Ne? Ist jetzt gerade ein Abenteuer für euch eingefallen, was ich als übernächstes machen werde auf jeden Fall. Ja, ihr hört es schon da draußen, jede Menge Tipps. Hauptsache aber, ihr habt einfach Spaß da draußen. Ja. Und spielt. Spielt, spielt, spielt. Wenn ihr Lust habt, natürlich. Wenn nicht, dann. Auch sonst. Wenn ihr keine Lust habt, dann lasst es. Doch, doch. Auch dann spielt anders. Was anderes. Nee, es ist egal. Wenn da niemand Bock drauf hat, trotzdem spielen. Bitte. Spielt DSA. Hört die Hörspieler. Richtig, das ist die wichtige Anweisung. So. Und unseren Podcast. Und. Genau. Aber tut ihr ja gerade. Also hört auch die Hörspieler. Und falls ihr euch sagt, irgendwie, ja, das ist ein ganz cooles Thema mit dem Worldbuilding, ich hätte das jetzt irgendwie komplett auf anders aufgezogen und ich habe da auch so viel zu sagen und so, lasst es uns ruhig wissen in all den üblichen Wegen, wie ihr uns kontaktieren könnt, E-Mail oder auf YouTube in den Kommentarspalten oder so. Was ihr davon denkt, wie geht ihr denn das an, wenn ihr ein Abenteuer baut? Lasst es uns ruhig mal wissen und teilt das mal mit den anderen da draußen.
Und wenn ihr irgendwelche anderen Themen habt, die ihr gerne besprechen wollen würdet mit uns, wir sind immer offen für Gäste. Auch da meldet euch einfach mit einem coolen Thema. Das ist schon öfters vorgekommen, dass ich jetzt Leute gemeldet habe, die Hörspieler ja zum Beispiel auch, die wollten mit uns mal ein bisschen quatschen und da sind sie. Und da haben wir gleich zack zugeschlagen, gesagt, ja klar, machen wir eine Aufnahme mit ihnen. Genau, und ja, meldet euch einfach und Feedback ist immer willkommen auf jede Art und Weise. Genau. An der Stelle Dankeschön an Hendrik und Jascha, dass ihr heute uns als Gäste zur Verfügung gestanden habt und ein bisschen mit uns gequatscht habt über Abenteuer selbst gestalten. Und für eure Einladung. Ja, vielen Dank an euch. Es hat einen riesigen Spaß gemacht. Das freut uns doch, ja. Bis dahin sagen wir allen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.